Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und in dem heutigen Video wollen wir uns mal die neuen Tyrannosaurus Rex Skins angucken. Ihr seht es ja schon im Hintergrund, da gibt es 5 neue Skins, die habe ich hier mal alle ausgebrütet schon mal. Und da gibt es zum einen mal das 1993 Muster. 1993 ist der erste Jurassic Park Teil, das heißt, das ist der Original Skin aus dem ersten Film. Dann haben wir hier 1997 Muster und 1997 Muster A. Das ist aus dem zweiten Jurassic Park Teil, der hieß ja Die vergessene Welt auf Deutsch, glaube ich. Das sind sozusagen die beiden Originalskins. Und dann haben wir das 2001 Muster und das 2001 Muster A. Das ist Jurassic Park 3, der ist 2001 erschienen. Und das sind sozusagen die Originalskins aus dem dritten Filmteil. Wir werden die auch immer so ein bisschen mit dem Film vergleichen. Also ich habe Screenshots gemacht aus dem Film und wir werden immer den Skin in-game mit dem Film so ein bisschen vergleichen. Das heißt, so ein bisschen Spoiler-Alarm ist am Start, falls ihr die Filme noch nicht gesehen habt. Ihr werdet in diesem Video ein paar Screenshots aus dem Film sehen, deswegen nur damit ihr Bescheid wisst. Aber ich denke mal, ihr habt die eh alle gesehen. Selbst der letzte Teil, der ist ja schon ja, fast 20 Jahre alt. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Ich muss sowieso sagen, es ist richtig heftig, wie viele Skins in das Spiel gekommen sind. Gerade Originalskins aus den Filmen mit dem Update. Ich habe mal nachgezählt. Es sind wirklich bei weitem über 30 Skins, die dazugekommen sind. Wenn man den Pteranodon und den Compi noch dazu rechnet, dann sind es locker 40 bis 50 Skins. Also das ist echt ein heftiges Update, was wir da von Frontier bekommen haben. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt als erstes mit dem 1993-Muster aus dem ersten Jurassic Park-Teil an. Und da haben wir ihn, den 1993 Original Jurassic Park 1 T-Rex Skin, der neu in Jurassic World Evolution eingefügt wurde. Dieser ist sehr, sehr schlicht und klassisch, aber wirkt trotzdem sehr bedrohlich. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir werden ihn aber natürlich jetzt auch vergleichen, wie nah er an das Original aus dem Film rankommt. Auf der linken Seite werdet ihr jetzt immer oben so ein paar Screenshots sehen, die ich aus dem Film gemacht habe. Und da werden wir dann den Skin mal so ein bisschen vergleichen, wie nah er wirklich am Original dran ist. Leider ist es so, dass meistens die Szenen, wo der T-Rex oder die gefährlichen Dinosaurier, die Fleischfresser zu sehen sind, meist sehr, sehr düster sind, weil das natürlich so ein bisschen zur gruseligen Stimmung so beiträgt, kann man ja auch verstehen. Und auch gerade in den ersten und zweiten Teil. Im dritten ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber im ersten und zweiten Teil ist alles noch so ein bisschen noch düsterer gehalten. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass 1993 und 1997 die Technik noch nicht so weit fortgeschritten war und deshalb alles so ein bisschen düster gestaltet wurde, damit es einfacher ist, das gut aussehen zu lassen. Das ist jetzt hier so der erste Screenshot, wo man so ein bisschen die Farbe von dem T-Rex erkennen kann und vergleichen kann. Ist natürlich immer noch ein bisschen düster, aber man sieht schon, dass das in die richtige Richtung geht. Ansonsten kommen gleich auch noch ein, zwei Screenshots, wo man das auf jeden Fall viel, viel besser sehen wird. Der jetzt gerade im Hintergrund ist natürlich auch sehr schwierig. Aber der sieht sehr, sehr cool aus. Sehr bedrohlich, gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn ich diese Bilder sehe, kommt auch immer so ein bisschen Nostalgie auf. Also dann denkt man gleich an den Film und möchte sich den am liebsten nochmal angucken. Ich habe den jetzt auch nicht nochmal geguckt, ich habe den nur durchgeskippt und an den Stellen, wo die Dinosaurier zu sehen waren, sozusagen Screenshots gemacht. Und jetzt kommt eigentlich so mit der interessanteste Screenshot hier. In diesem Screenshot hat er, glaube ich, gerade einen Gallimimus erlegt, der T-Rex, und frisst ihn jetzt gerade. Und es ist mal am Tag, also man kann jetzt wirklich die Farbe sehr, sehr gut erkennen. Und jetzt können wir das auch wirklich vergleichen, ob es von der Farbe her ähnlich wie im Spiel ist. Und ich finde, der Farbton ist eigentlich relativ gut getroffen. Also das haben die echt sehr, sehr gut gemacht. Auch gerade diese leichten schwarzen Streifen, diese leichte schwarze Maserung am Rücken, die so ein bisschen an der Wirbelsäule sozusagen entlang geht, die haben die auch wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Und auf diesem Bild könnt ihr auch nochmal auf das T-Rex-Model achten. Das hat sich ja auch geändert, das wurde ja angepasst. Und ich muss wirklich sagen, das ist jetzt echt sehr, sehr nah, wenn nicht sogar identisch, an dem aus dem Film ist. Also das haben die richtig, richtig gut gemacht. Jetzt kommen hier nochmal zwei Bilder aus der Endszene, wo vermutlich diese Raptor-T-Rex-Kampfanimation entstanden ist. Die Szene meinte ich in dem Video. Hier kann man natürlich die Farbe auch nochmal erkennen. Aber die ist auch noch leicht verfälscht von den Lichtverhältnissen.
Das ist sowieso immer allgemein sehr, sehr schwierig, das genau einzuschätzen von den Farbtönen und sowas jetzt her, weil natürlich in jedem Raum und ja auch mal draußen und sowas die Lichtverhältnisse und Schatten, was auch immer, halt immer unterschiedlich ist und dadurch die Farben halt stark variieren können. Deswegen können wir immer nur so ein bisschen ungefähr gucken, weil ich kann natürlich hier bei den Jurassic World Evolution Aufnahmen das immer so ein bisschen genauer machen, dass die Sonne genau drauf prallt. Aber das werden wir halt nicht immer den Screenshots gegeben haben. Aber ich muss sagen, das 1993 Model von dem T-Rex ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen. Und das ist der erste von zwei T-Rex-Elternteilen aus dem Film von 1997, Die vergessene Welt, Jurassic Park. Für die, die sich nicht mehr ganz erinnern können, in dem Film war sozusagen so eine kleine T-Rex-Familie mit zwei erwachsenen Tieren und einem T-Rex-Baby, wahrscheinlich der Mama, Papa und halt T-Rex-Baby. Und genau die beiden Elternteile werden wir uns jetzt anschauen. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass es auch hier wieder sehr, sehr schwierig ist mit den Screenshots und den Farben abgleichen, weil einfach die meisten Szenen in der Dunkelheit sind. Und deswegen werde ich auch jetzt ab und an mal Screenshots in Vollbild anzeigen, einfach damit ihr das Ganze so ein bisschen besser sehen könnt, weil wenn es oben links so klein ist, ist es, glaube ich, teilweise sehr, sehr schwer. Auf dem Bild, das zeige ich jetzt nochmal groß für euch an, da sieht man ihn auch ganz gut und da sieht man, dass er wirklich so ein bisschen gelb in der Hautfarbe hat vorne. Auch wenn er jetzt hier voll von dem Scheinwerfer angestrahlt wird und dann natürlich die Farbe nochmal anders rüberkommt. Auf dem Bild hier sieht man jetzt auch, dass da so ein bisschen gelb mit drin ist, aber das Ganze auch so gelb-bräunlich so ein bisschen ist. Ist aber leider wirklich sehr, sehr schwer zu erkennen. Wir können mal uns das Original in Jurassic World eben anschauen. Da seht ihr dann, dort ist auch im Gesicht gelb, grün, schwarz, alles so ein bisschen. Ist sehr schwer abzugleichen, ob das jetzt identisch und gleich ist mit den Bildern aus dem Film. Wir machen jetzt einfach mal diese beiden Bilder direkt nebeneinander und dann kann man zumindest so ein bisschen Ähnlichkeit erkennen, denke ich mal. Also von den Farben her ist es halt wirklich schwer, weil es so dunkel ist, aber ich denke mal, die Ähnlichkeit sieht man schon von der Maserung her. Gerade wenn man vorne auf diese Streifen mit dem Schwarz, Gelb, Braun, Grün, was auch immer das ist, so ein bisschen achtet, dann sieht man schon die Ähnlichkeiten. Damit wir vielleicht noch ein bisschen besser das vergleichen können, habe ich jetzt auch mal im Spiel Nacht angemacht und dann kann man vielleicht so ein bisschen mehr, ja, Vergleiche ziehen. Aber bei diesem T-Rex-Skin ist es mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen, das Ganze abzugleichen und zu vergleichen. Und ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass die identisch aussehen oder ob ihr noch bessere Bilder oder sowas habt, dann könnt ihr mir die auch gerne im Discord schicken, weil ich habe, wie gesagt, den Film einmal durchgeskippt und habe mir eigentlich somit die besten Szenen rausgescreenshottet. Hier sieht man ihn jetzt auch noch einmal bei Tag, aber leider so ein bisschen in der Distanz. Und ja, der Skin ist halt relativ schwer zuzuordnen, so von den Farben. Aber ich finde, es könnte schon mit dem Skin, der jetzt in-game für uns zur Verfügung steht, sehr gut übereinstimmen. Das zweite Elternteil, da sehen wir direkt, dass der sehr viel grüner ist. Also die Hauptfarben sind eigentlich grün, schwarz und so ganz, ganz leichte Gelbtöne. Aber wirklich nur so Nuancen, sagt man, glaube ich, ne? Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ja, auf jeden Fall, der ist viel, viel grünlicher. Und deswegen habe ich auch ausgeschlossen, dass die Bilder von vorher von diesem T-Rex sind, weil die halt alle sehr viel gelblicher waren. Also bei diesem Skin muss ich wirklich sagen, dass man die Gemeinsamkeiten zum Film viel, viel eindeutiger sieht. Aber es gab auch einfach besseres Videomaterial, also schönere Screenshots, wo man die Farben und sowas viel, viel klarer erkennen kann. Bei dem T-Rex davor war es wirklich
Ich weiß nicht, Leute. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr denkt, das ist der gleiche. Aber eigentlich gibt es wirklich in diesem Film nur diese zwei T-Rexe. Und deswegen müssen diese Screenshots, die ich euch vorhin gezeigt habe, auf jeden Fall von dem sein, den ich euch auch gezeigt habe, den Skin. Aber ich finde, hier bei dem T-Rex kann man ganz klar Gemeinsamkeiten erkennen. Allein schon durch diese auffällige grüne Farbe sieht man eigentlich ganz klar, dass das der richtige Rex sein muss. Und ich finde auch, dass der Ingame-Skin sehr, sehr identisch ist. Es gab auch sehr, sehr viele coole Szenen von diesem T-Rex. Zum Beispiel, wie er über die Stadt schreit, weil er da ausgebrochen ist. Oder wie er dann aus dem Pool trinkt im Vorgarten von irgendwelchen Leuten und der Hund ihn sozusagen anbellt und er dann zurückschreit und der Hund dann wieder ganz schüchtern in die Hundehütte geht. Ah, das war schon alles sehr, sehr schön. Hier sieht man nochmal seinen Körper so ein bisschen und ja, ist, denke ich mal, relativ eindeutig der Skin, den wir ja auch in Jurassic World zu finden haben. Und am Ende sieht man jetzt sogar nochmal ein schönes Bild, wo beide Rexys sozusagen nebeneinander im Hellen auf so einer Prärie quasi stehen. Und ja, ist ganz schön. Habe ich in Jurassic World Evolution auch nochmal versucht nachzustellen für euch. Und dann geht's schon zum dritten Teil. Und ich kann euch sagen, beim dritten Teil werden wir viel, viel bessere Bilder haben. Ja, Leute, das ist der Tyrannosaurus Rex, der erste Skin von dem 2001er Film Jurassic Park 3. Der ist sehr beige, so ein bisschen wüstenfarben, finde ich. Ähnelt von der Farbe her, finde ich, sehr dem Tiger Raptor. Den kennt ihr ja sicherlich. Können wir vielleicht auch nochmal in einem anderen Video uns angucken, den Skin. Schaut euch den mal an, der ist sehr, sehr cool, der Skin, wie ich finde. Also mir gefällt der sehr, sehr gut. Wir werden den gleich auch noch vergleichen. Ich zeige euch nochmal kurz, welcher das ist. Moment. Genau, das 2001er Muster ist das. Aber wir lassen jetzt erstmal sein Kompagnon frei. Das ist das 2001 Muster A. Dann können wir das mal vergleichen. Da haben wir ihn. Der ist mehr so rötlich-braun. Oh, die Kamera, die ist aber auch schlimm geworden hier. Seit dem Update eigentlich, ne? Also sonst war das immer, hat sich das immer die Kamera gemerkt. Ganz, ganz komisch. Ist ja auch egal. Der ist auf jeden Fall rötlich-braun so ein bisschen. Seht ihr? Sieht auch sehr cool aus. Finde ich, hat so ein bisschen was von dem anderen Raptor-Skin aus Jurassic Park 3. Dem mit diesem Härchen auf dem Kopf. Kennt ihr sicherlich auch schon. Und ja, ich finde irgendwie so ein bisschen, dass das die beiden Pendants dazu sind. Aber jetzt wird es natürlich interessant. Wir schauen uns jetzt mal den Tyrannosaurus aus dem Jurassic Park 3 Film an. So, da haben wir ihn. Und ich muss sagen, das Einzige, was auf dem Bild rot bei ihm ist, ist das Blut um seinen Mund. Und das Einzige, was gelb ist, sind die Zähne. Der hat nicht wirklich viel von den beiden Skins aus Jurassic World Evolution. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht groß vergleichen. Der Unterschied ist eindeutig. Dieser Tyrannosaurus ist grün. Man sieht es hier auf dem nächsten Bild auch nochmal sehr, sehr gut. Er ist auf jeden Fall ganz klar grün. Und ich muss dazu sagen, das ist der einzige Tyrannosaurus Rex, der im gesamten Jurassic Park 3 Film vorkommt. Der hat auch eigentlich quasi nur so einen kurzen Gastauftritt. Also der kämpft einmal gegen den Hauptakteur oder Mithauptakteur, den Spinosaurus, und verliert. Und das war's dann quasi schon. Also im dritten Teil ist es sozusagen der Hauptgegner, der Spinosaurus. Und die Raptoren natürlich. Die Raptoren spielen eigentlich immer eine sehr wichtige Rolle in allen Jurassic Park Filmen. Und ja, der T-Rex hat halt, wie gesagt, nur so einen kurzen Gastauftritt. Und meiner Meinung nach ist er hier ganz klar grün. Und die beiden Skins von Jurassic World Evolution sind halt rötlich oder rotbraunlich und halt so wüstenfarben gelblich. Und ich persönlich, ich bin ja nicht so ein Experte wie ihr, habe keine Ahnung, woher diese beiden 2001er Skins in Jurassic World Evolution kommen. Also meiner Meinung nach müsste halt ein grüner Skin im Spiel vorhanden sein. Aber das ist nicht der Fall. Woran das liegt, das wisst sicherlich ihr. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich aufklärt unten in den Kommentaren.
Ich weiß es halt wirklich nicht. Und falls es mir, oder wir können ja mal unten einfach in den Kommentaren darüber diskutieren, was ihr denkt, was ihr glaubt. Vielleicht weiß ja auch jemand die Lösung. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ich werde es auf jeden Fall nachlesen. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, falls euch diese Art von Video gefallen hat, ich fand es persönlich für mich sehr interessant, dann schreibt doch mal in die Kommentare, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Und es gibt ja noch weitere Skins, zum Beispiel die Raptoren-Skins gibt es noch, Ankylosaurus, Triceratops, Brachiosaurus. Das sind alles Skins, die sind original aus den Jurassic Park-Filmen und sind neu ins Spiel gekommen. Vielleicht kann ich ja auch mal ein Video von dieser Art zu den Raptoren oder sowas machen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr sowas sehen möchtet. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.